sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 691. Ausgabe. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2.51 Uhr. Es ist schon geworden. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Nach einem ganz schönen Tag in Hamburg, wo wir mit Freunden gemeinsam auf der Schanze gefrühstückt haben und dann bei Andronaco waren, das ist ein italienischer Supermarkt, wo man wirklich alles aus Italien bekommt, inklusive super leckerer Wurst an einer riesig langen Wursttheke, einer riesig langen Käsetheke, wo es ganz tollen Käse gibt, mit Weinverkostung und allem Pipapo, haben wir dann heute Abend uns was typisch Deutsches erstmal gegönnt, nämlich Zwiebelkuchen mit Federweißer und haben nach dem Essen gedacht, ach, lass uns doch kurz ein bisschen hinlegen und sind dann eingeschlafen und jetzt bin ich gerade munter geworden und musste aufstehen, denn morgen früh kommt Simi zum Frühstück, inklusive Freund und Kind und zum Frühstück soll es, oder nach dem Frühstück, soll es Creme Brûlée geben. Das ist ja auch so ein leckeres, süßes Dessert, was ganz besonders gut im Winter schmeckt. Und jetzt habe ich hier die Creme Brûlée schnell zubereitet. Das heißt, es läuft noch. Das Ding steht noch im Backofen. Und nachdem ich ja schon mehrfach gebeten worden bin, wie man bestimmte Gerichte, die sehr einfach sind, zubereitet, will ich euch schnell erzählen, wie man eine Creme Brûlée zubereitet, falls ihr Lust habt, das mal nachzumachen. Es ist super einfach. Es ist wirklich einfach. Für so eine Creme Brûlée zahlt man in einem Restaurant so manchmal um die 6-7 Euro. Das ist Wahnsinn. Und man denkt immer, wow, das ist sonst was. Es schmeckt zwar wie sonst was, aber es ist wirklich schnell gemacht. Ganz einfach. Man nimmt einen Viertelliter Schlagsahne, einen Viertelliter Milch, kippt das in einen Topf, kocht es einmal kurz auf und stellt es dann zur Seite. Da kippt man dann 100 Gramm Zucker rein. Die 100 Gramm Zucker setzen sich zusammen aus 2 Päckchen Vanillezucker. Und Vanillezucker, da gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Ich empfehle, kauft einen Vanillezucker mit echter Bourbon-Vanille. Den gibt es sowohl von Dr. Oetker, da ist es ein bisschen teurer, als auch von der Firma Ruf, da ist es günstiger. Nehmt also 2 so eine Päckchen und den Rest dann mit normalem Kristallzucker auffüllen, sodass man insgesamt auf 100 Gramm kommt. Und das kippt ihr in die gerade aufgekochte Milchsahne. Schön reinkippen und einmal umrühren. Dann lasst ihr das ein bisschen stehen. In der Zwischenzeit nehmt ihr 5 Eier. 3 Eier davon, da wird das Eiweiß weggeschmissen. Da brauchen wir also nur die 3 Eigelb. Und noch 2 normale Eier, inklusive Eiweiß, einfach in ein kleines Schüsselchen und sehr gut verrühren. Ganz wichtig, richtig lange rühren, bis das eine Flüssigkeit ist. Und die gießt ihr dann noch in die Sahnemilch, wo schon der Zucker drin ist. Rührt es mit dem Schneebesen vorsichtig da rein, nicht so sehr schlagen, damit keine Blasen entstehen. Das ist ganz wichtig. Also rühren, 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 rühren und dann stehen lassen. Insgesamt soll das alles um die 20 Minuten in der Ecke stehen, ganz unbeachtet. In der Zwischenzeit könnt ihr Wasser kochen, im Wasserkocher oder halt im Topf, und das gießt ihr in ein möglichst tiefes Backblech. Stellt es in den Ofen rein, Backblech begießen, fast bis zum Rand, lasst ein bisschen Platz, weil hinterher müssen da noch die Näpfchen rein. Und dann nehmt ihr 6 feuerfeste kleine Schälchen. Die gibt's für 99 Cent zu kaufen in jedem Haushaltwarenladen. Also 6 so eine Schälchen braucht man, feuerfest müssen sie sein. Und die nehmt ihr, nachdem dann die ganze Brühe, die ihr da angesetzt habt, 20 Minuten lang gestanden hat, gießt das durch ein ganz feines Haarsieb, am besten ein ganz engmaschiges Teesieb, verteilt also die dann gut, ja, einen halben Liter Flüssigkeit in diese 6 Schälchen rein und die stellt ihr dann in das Backblech, wo ja schon das kochende Wasser drin ist, in den Backofen rein, dann wirklich mit Wasser das Blech noch auffüllen, dass es fast bis zum Rand geht und dann schaltet ihr den Ofen ein, vielleicht, also sollte eigentlich schon vorgeheizt sein. Bei 140 Grad muss das Ganze dann 45 Minuten im Backofen bleiben. Danach
rausnehmen. Die 45 Minuten laufen nämlich gerade, deswegen habe ich Zeit für den Nachtzug nach Hamburg. Und dann nehmt ihr es raus, stellt es in den Kühlschrank, damit ihr es servieren könnt. Wenn es dann soweit ist, dass es serviert werden soll, nehmt ihr einfach Zucker, am besten ganz, ganz feinen, kristallinen Zucker, eine hauchdünne Schicht obendrauf. Und dann, wenn ihr so einen kleinen Baumarktbrenner habt, der kostet 9,95 Euro, so ein ganz einfacher, dann wird dieser Zucker obendrauf geschmolzen. Wenn ihr sowas nicht erst anschaffen wollt, dann schaltet den Grill im Backofen ein, wirklich lange vorglühen, damit das alles richtig heiß ist, und dann schiebt ihr die Förmchen, es geht auch ein normaler Grill, einfach da rein. Es geht nur darum, dass der dünne Zucker, den ihr obendrauf gestreut habt, kurz anschmilzt. Er soll nicht schwarz werden, er soll wirklich nur anschmelzen. Und so wird es dann auf den Tisch gestellt. Ich bin gespannt, ob Simi, ihrem Freund und der Kleinen und natürlich uns hier richtig lecker schmeckt. Ich werde euch berichten. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt, würde mich freuen, wenn ihr eure Gäste auch mal mit einer Creme Brûlée überrascht. Falls ihr noch Fragen habt, fragt mich dazu und erzählt mir vor allen Dingen, wie es geschmeckt hat. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko.